Herzlichen Glückwunsch, Lukas Erle, zur Goldmedaille in der U18 hier heute in Sonnenberg. Ich sehe es an deinem Strahlen, die Freude ist groß. Wie hat es sich gerade angefühlt, als Erster oben auf dem Podium zu stehen? Es war natürlich ein Riesenerlebnis, hier als Erster über die Ziellinie zu laufen. Man hat es sich natürlich gewünscht, aber dass es dann wirklich so ist, ja, war natürlich grandios. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass du deutscher Meister geworden bist, sondern du bist bereits auch im Berglaufen, auch über 10 Kilometer hast du den Titel schon geholt. Welchen Stellenwert hat in dieser Sammlung dann so eine Cross-Medaille? Kannst du das schon für dich einordnen? Ja, natürlich haben alle drei Goldmedaillen in diesem Jahr einen sehr hohen Stellenwert. Ja, da würde ich jetzt gar nicht sagen, die eine ist besser als die andere. Ist der Cross auch so ein bisschen die Vorbereitung und so eine Willensschule für dich? Oder unter welchem Aspekt hast du diese Rennen gesehen? Eigentlich klassisch als Wintertraining. Mhm. Mit welchem Gefühl startest du jetzt dann bald ins Jahr 2022 und mit welchen Zielen gehst du das nächste Jahr an? Mit einem sehr guten Gefühl. Ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr wieder Medaillen holen kann. Ja, genau. Und dafür drücken wir dir fest die Daumen. Danke dir.